Letzte Vorbereitungen für die aufwendigen Proben eines Werkes, das eigentlich als unspielbar gilt und nur äußerst selten auf die Bühne kommt. Olivier Messiaens Oper über den Wandermönch Franz von Assisi in der Elbphilharmonie. Ich hatte von Anfang an den Wunsch, Saint-François d'Assise in einem Raum zu machen, wo alle Menschen um diesen heiligen Franziskus sitzen. Weil ich finde, dass er eine Figur war und eine Figur sein kann, der alle Menschen zusammenführt, die sich für eine bessere Welt verwenden. Ein 300-köpfiges Ensemble, aufwendige Bühnenbauten und Videoinstallationen. Saint-François d'Assise, eine 5-stündige Mammutproduktion. Es ist wirklich eine Universal-Geschichte, eine real story, sodass wir alle als Menschen einen humanistischen Kontakt haben können. Das, was macht dieses Stück so viel, gibt es so viel Freude. Die aufwendige Inszenierung erzählt die Lebensstationen des Heiligen und verbindet den klassischen Stoff mit modernen Beispielen von Mitmenschlichkeit. Premiere am kommenden Sonntag in Hamburg.